komm. Ja. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle. So, kommt hier rüber. Fabian und. Oder so. Egal. Geht auch so? Ja, klar. Ja. Ja. Auf unserem verrückten Dalli-Dalli-Hühnerhof lassen sich sogar die Hühner immer wieder was Neues einfallen. Ab und an ist ihnen langweilig so in dieser Freilandhaltung, weißt du, wenn man immer so Bio-Bio. Und da ist einem manchmal so, dass man denkt, Mensch, so ein schönes neues Spiel. Und da haben sie uns einen Vorschlag eingereicht, den finden wir ganz wunderbar. Jan und Debbie stehen auch schon in den Startlöchern, weil die möchten es gerne einmal zeigen. Super. Das ist ein tolles Spiel. Ne? Da kann man wirklich sehen, was in einem steckt. Was die alles so machen. Was die machen, ja? Und wie so, toll Debbie die dabei aussehen. Nimmt mal den sogenannten Fangkorb. Okay, wir gehen mal aus dem Weg. Jürgen, bleib einfach da und guck mal, was passiert. Okay. Also Debbie hat den Fangkorb. Einer von beiden hat den Fangkorb. Okay. Nach 30 Sekunden wird gewechselt. Der andere nimmt mit dem Mund das Ei auf. Nimmt es in den Mund. Nein. Und muss es, schon mal so ein Ei im Mund? Muss es jetzt zum Mitspieler in den Fangkorb transportieren. Ja! Wow. Alter! Ja. Genau so sieht's aus. Ja. Das machen wir 30 Sekunden und danach wird gewechselt. Dann fängt der jeweils andere. Ja. Ist das ein schönes Spiel? Das ist ja Hammer. So, wir haben noch eine kleine Mütze für euch. Naja, Fabian, komm mal ganz kurz beide. Ihr habt das Spiel nicht. Sind wir jetzt hier bei Wetten das Moment, oder was? Ihr habt, ja, das habe ich Tom Hanks schon geschickt. Ja. Ja, ihr habt das Spiel nicht richtig verstanden. Das Ei kommt ja beim Huhn nicht vorne raus. Bin ich dankbar, dass ihr angefangen habt. Läuft. Guck mal, das so in die Hände. Und Jan noch mal die Regel. Hört noch mal gut zu. Die Spieler haben 60 Sekunden Zeit, fliegende Eier zu fangen und in den Nestern abzulegen. Die Eier müssen ausschließlich mit dem Mund aufgenommen und dann ausgespuckt werden. Das Fangen ist nur mit den Nestern erlaubt. Nach 30 Sekunden wird gewechselt. Jedes gefangene Ei bringt einen Punkt. So, wo ist es egal? Gibt keine Sonderpunkte. Ja, so. Hier hat Olli Kahn immer gesagt, Eier, auf, Eier, Eier. Gut. So, bereit? Ja. So, hier, guck mal hier. Das ist die Sicherung, dass du die Hände nicht benutzt. Ach, das, also Ding-Dong. Ja, ja, genau. Ja. Es ist mehr so Klingelingeling. Ja, ja. Ja. Okay, bereit? Ja. Dann starte ich das Spiel. 60 Sekunden. Dalli, Dalli! Jawohl! Super! Fabian! Ah, weiter geht's! Sensationell! Weiter, Fabian! Und das nächste kommt schon. Oh, da hat er sich aber jetzt richtig hier. Ich sag doch, der Elton kann sowas. Und rein ins Netz. Fabian, schneller! Und wechsel! 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 Ja! Das sieht gut aus. Oh, oh, da war, fehlt ein bisschen der Schmackes. Gib mir noch eins drin. Ja. Oh, naja, also gerade so. Weiter dafür. Weiter. Hi. Sensationell. Sie sind der Meinung, das war. Ja. Sehr gut. Oh. Das grüne Zeug muss drin bleiben. Super gespielt. Also, wir schauen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus Spitze. 12. Moment. Eins müssen wir abziehen. Das war deutlich nach der Ende. Was war das? Nach dem Ende. Dafür gibt es einen Spitzepunkt. Einen müssen wir deutlich abziehen. Okay. Ich bin natürlich du lachst, weil ich so scheiße aussehe. Ne? Ja, ja, das war klar.
Wenn ich guck mal, deswegen, mir haben Haare auch nicht gestanden. Wenn ich das nicht... Das ist einfach so. Ich sehe mit Glatze auch besser aus. Ich werde Jürgen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sagen, ey, du siehst aus wie ein Huhn. Aber Mike Krüger sieht jetzt auch besser aus. Der hat ausgesehen wie ein Cockerspanier früher. Ich muss das nochmal sagen. Ich will, dass es so, in der Sendung Jürgen, ist. Jürgen, ja. Volle Konzentration. Ja, natürlich, unbedingt auf die Eier. Brauchst jetzt du noch irgendwelche Hilfestellung, irgendwas? Was lacht ihr denn so? Okay, also volle Motivation, auch für euch 60 Sekunden. Nach 30 Sekunden wird gewechselt. Ja. Anja, Dalli, Dalli. Oh, naja, ein bisschen Feier. Kräftiger. Ja. Ah. Sehr gut. Ach, Jürgen. Jetzt aber. Achtung, warte, warte, warte. Jetzt, komm. Ja, jetzt läuft es. Oh. Ach, Jürgen. Er ist aber auch ungeschickt. Oh, komm, eins geht noch. Eins geht noch. Dann wird gewechselt. Und schon mal vor, 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 vor. Fuck. Wechseln. Deine Mütze verloren. Ja, da kann ich nichts für. Also wenn du so gut bläst, wie du fängst, dann mache ich mir Sorgen. Ja, mach, weiß. Mach, mach. Ja. Sehr gut, Anja. Vergiss den Hut. Mach weiter. Ah, komm. Jawohl. Anja. Ah, nächste. Ah, komm, mit mehr Druck. Ja. Das war noch. Oh. Du hast da reingemacht, okay. Sie sind der Meinung, das war... Hallo, was ist denn los? Sie sind ja überhaupt nicht zu halten, ja? Sie springen, wenn ich springe. Sie sind der Meinung, das war... Jawohl! Ja? Unser ganzes Publikum außer Rand und Band. So, auch hier müssen wir einmal gucken. Drei. Ja, wahrscheinlich. Da ist ein bisschen... Was? Oh. Da ist ein bisschen Blut dran. Hab ich bestimmt nicht verletzt. Hm? Du hast am Zahn ein bisschen, aber... Ja. 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 Nee, oh, bestimmt die Lippe. Hier, ja. Ich merk's. Oh. Solange das ist aber definitiv aber so extrem Zusatzpunkt. Ja, ah, ja. Gab's ja schon. Ja, stimmt. Gab's ja schon. Mit dem Verletzungszusatz. Ach so, noch ein. Okay. Ich will nicht auf Arm machen, aber wir haben uns bei diesem Spiel echt krass verletzt. Ja. Ja. Aber dann lass uns mal gucken, sind bei dir noch alle Zähne drin? Nee, guck mal. Ich habe echt Zähne verloren. Also, zwei, vier, wo fehlen denn sechs, Zahn gibt's auch noch einen Punkt. Sieben. Sieben. Sieben Eier plus Spitze. Acht. Acht Eier, immerhin. Ja. Acht Punkte. Sieben Eier, acht Punkte. Elf, glaub ich. Lass uns einmal schauen. Wir haben einen neuen Zwischenstand. Auf freche Früchtchen spielen wir. Freche Früchtchen. Freche Früchtchen. Kommst du mit? Ja. So. Wir provozieren heute einen kleinen Nachbarschaftsstreit, denn ihr wisst ja, nichts ist leckerer und süßer als die Äpfel aus Nachbarsgarten. Ja. Ja. Folgende Situation. Dieser Garten hier hinter dieser Mauer, das ist euer Garten. Ja. Da geht das Spiel los. Ja. So, ihr wollt aber natürlich die Äpfel aus Nachbarsgarten. Ja. Das heißt, ihr steigt über die Mauer. Über die Mauer. Nehmt den Korb mit, pflückt die Äpfel. Und kann ich hier auch weiter sagen? Ja. Und noch lecker als die Äpfel aus dem Nachbarsgarten sind die Äpfel aus Nachbars Nachbarsgarten. Dann geht ihr über diese Mauer, pflückt da die Äpfel. Dann geht ihr über diese Mauer, weil es noch mehr Äpfel. Und zum Schluss kommt ihr über diese Mauer wieder zurück. Und dann könnt ihr auch noch den letzten Apfelbaum ernten. Also so, Moment. Wenn ihr noch Luft habt. Und alle zusammen, oder was? Also, nein, nee, ja, schon klar. Die beiden aber dann zusammen, genau, rüber. Ihr beide, ihr als Team und ihr als Team. Wir müssen hier rüber nur runterziehen, oder was? Die Äpfel, was machen wir? Äpfel abreißen, in den Korb packen, Korb mit rübernehmen, über die nächste Mauer die nächsten Äpfel ein. Aha. Ja? Also der Korb ist... Der Korb steht hier und Jan liest noch mal die Regeln vor. Bitte, Jan. Unser Spiel Freche Früchtchen. Die Spieler haben 60 Sekunden Zeit, Äpfel in einem Korb zu sammeln. Beide Spieler müssen in den Garten geklettert sein und dort gemeinsam angekommen sein, bevor die Äpfel gepflückt werden dürfen. Beim Klettern muss der Korb mitgenommen werden.
Für jeden Apfel, der im Korb liegt, gibt es einen Punkt. Nur eine Frage, liebe Jury. Ich habe nicht zugehört. Liebe Jury, eine Frage. Wenn man den Korb hier rüber gemacht hat, muss man den hier einhängen und sozusagen die Äpfel in den Eingang? Nein, nein, nein. Kannst du den Korb mitnehmen? Ich kann den aber auch hier, einer kann den halten und der andere pflückt die Äpfel. Genau. Anja! Ja! Hast du gehört? Nee. Ding haben wir im Sack. Nee, also man kann den Korb hier mitnehmen. Also, weißt du, viel wichtiger ist aber noch, viel wichtiger ist aber noch, dass du nicht nur den Korb mitnimmst, sondern dass du auch Anja mitnimmst. Klar, genau. Darf ich nicht anfangen zu pflücken? Ihr müsst immer, beide über die nächste Mauer im nächsten Garten sein und dann könnt ihr anfangen, die Äpfel zu pflücken. Kann er mich auch rüberwerfen und dann nachkommen? Ja, wenn ich mich nicht verhebe dabei. Nee, Schatz, du bist natürlich leicht. Hallo! Nein, Schatz, guck mal da. Möchtest du ihn doch auswechseln? Komm, wir gehen in den ersten Garten. Wir gehen in den ersten Garten. Ihr seid bereit? Ja. Okay. Achtung. Warte mal, darf ich dir kurz meine Uhr geben? Ja, bitte, immer. Ne? Noch was? Nein. Gut. Möchtest du noch was ablegen? Nein, alles gut. Gut, dann starten wir euer Spiel. Und ich sage freche Früchtchen. Dalli, Dalli! 60 Sekunden habt ihr Zeit. Auf geht's. Äpfel pflücken. Alle sehr weg? Gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott. Lieber Anja? Nee. Jürgen, nun hilft dir Anja doch mal. Wunderbar! Na, wenn das kein Spitze gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Oh Gott, hier musst du mir warte, helfen. Warte, warte. Jürgen, du musst helfen. Ja, das ist schon klar, aber ich muss ja auch... Oh. Wunderbar! Rüber. Und jetzt du, Jürgen. Zieh dich hoch, Junge. Warte, warte. Ach so. Ja, er ist da. Er ist da, er ist da. Jetzt hab ich warte, warte. Schatz, ich muss... Ja, ist noch. Hier. Ein bisschen mehr. 15 Sekunden noch. Sehr gut, die letzte Mauer. Jürgen, Jürgen. Und der letzte Apfelbaum. Komm, wir gehen. Wahnsinn. Komm, wir gehen hier vor. Ist das ein Team? Das war eine Energieleistung. Das war sensationell gut, was ihr hier gezeigt habt. Und Sie sind der Meinung, das war... Boah, war das toll. Ja, genau so hatten wir das Spiel auch angelegt und uns vorgestellt. Danke. So, wir zählen mal kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus Spitze, 17. Jetzt dürft ihr aber mal durchatmen. Dankeschön. Jetzt sind nämlich Fabian und Elton dran. Guck mal, Anja, guck mal, guck mal. Ja, guck mal. Hängt ja noch mal vier mehr für uns auf. Ihr habt es ja gesehen, wie es geht, ne? Ja. Klar. Gut, wir... Darf ich auch durchlaufen? Ne? Durch die Mauer? Das war gut, ne? Du bist auch viel sportlicher, als du immer zugibst. Du nimmst den Korb, ne? Ja. So, ihr seid bereit? Ja. Dann auch für euch... 60 Sekunden, gebt alles. Dalli, Dalli! Ja! Komm, nimm! Fabian, du machst mal hin! Denn? Wo sind die Äpfel? Na, nur vier? So, häng rüber. Ich hoffe, der Fabian kommt. Ja, hier, das mag ich ja. Mann, das muss ich ja sagen. Das sind ja die Liebsten, ne? Ja, wie losrennen? Soll ich die jetzt hier hoch? So, Tiefstapler! Tiefstapler! Kami! Oh. Wow! So, die Äpfel sind ab. Nein! Elton! Ja, komm, komm! Komm, ja, los! Komm! Komm! Obwohl ich ja ganz klar sagen muss, dass ich so eine Tiefstapelei nicht unterstütze. Sie sind der Meinung, das war... Spitze! So, jetzt kommt's da an, jetzt muss ich warten. Hä? Naja, ich bin nur vorbereitet, falls es zu einem Doppelspitze kommt. Hä?
Und da bin ich gerade gelandet und spring schon wieder. Sie ist der Meinung, das war Spitze. Die was? Mauer muss weg. Lass es mal hier vorne. Ja. Ah. Ja, oder wir stellen uns einfach davor und sagen, I was looking for freedom. So, Freunde, ich muss aber trotzdem noch zählen, nicht, dass euch hier ein Apfel entgangen ist. Ach so, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16. 17. Ja. 16 plus zweimal Spitze macht 18. Ja? Ihr müsst aber fairer halber eingestehen, sie waren noch schneller ja, wieder da. Ja, sie waren schneller, aber haben nicht alle Äpfel. Doch. Doch. Ich komm weiß. Her. Wir müssen auf die Punkte gucken. Ja. Komm zu mir. Ja, ja, wir müssen jetzt auf die Punkte gucken. Wir haben jetzt noch den großen Uhrentausch. Unser Team Tatkraft, Fabian Hambüchen und Elton mit 108 Punkten. 108 fürs Team Tatkraft. Und das Team Talent mit 111 Punkten. Nein! So knapp aber auch. 111 Punkte. Das heißt, wir sehen Anja Kling und Jürgen Vogel im großen Finale wieder. Fabian und Elton, euer Applaus für dieses wunderbare Spiel. Ja? Ja, das so, ihr das? Dürft schon. Lollo Rollo. Lollo Rollo. Lollo, Lollo. Lollo. Komm drüber. Lollo. Ach, vielen Dank. Komm, halt, komm, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Jürgen. Warum wir nicht? Sind im Dalli-Dalli Raupen- und Käferparadies. Ich ahne Schlimmes. Ja. Halt, okay, einmal, ja. Ich will immer weg. Ja. Ich will immer weg. Ich will mir das angucken. Mike, seid doch mal ja, hier. Nee, du kannst dir das angucken. Ja, ja, so, das ist ja gut. Ja, alles gut. Ja. Wir sind im Dalli-Dalli Käfer- und Raupenparadies. Und ihr wisst, den Käfern passiert es ja manchmal, dass sie auf den Rücken fallen. Dann ist es ein bisschen das schwierig. Mikes Rolle. Ja, ja. Ist ein bisschen schwierig mit der Fortbewegung. Dann freut man sich, wenn man einen Rückenroller hat, einen Käferrückenroller. Ja. Und auf diesem Käferrückenroller liegend rollt man dann zu den leckeren Sachen. Hier drüben ist nämlich das Gemüsebeet. Ist ja alles Bio hier. Ne? Da schnappt ihr euch dann mit dem Mund ein frisches Salatblatt. Rollt dann wieder zur anderen Seite, immer schön hier durch dieses kleine, enge Nadelöhr. Beim Hin auch? Ja, ja, ja hin und zurück. Und da legt ihr das Salatblatt dann jeweils in die Körbe. Und wir zählen dann, wie viele Salatblätter in den einzelnen Körben angekommen sind. Also immer ein Salatblatt in einen Korb. Immer einen neuen Korb. Ja? Also, nur noch mal, das, Jan, du kannst ja schon mal die Regeln verlesen und dann zeigen wir das gleich noch mal. Ihr beide. Unsere Spielregeln für Lollo Rollo. Die Spieler haben 60 Sekunden Zeit, Salatblätter mit dem Mund zu pflücken. Jedes Salatblatt muss einzeln im Erntekorb abgelegt werden. Auf dem Weg dorthin muss der Bogen durchfahren werden. Für jedes Salatblatt im Korb gibt es einen Punkt. Manno! Manno! Immer dürft ihr so schöne Hüte aufsetzen. Ich bin Rollo die Raupe. Wenn ich nicht wüsste, dass du es bist, also könnte mich verlieben. Ja. Sehr schön. Ganz schön grün, ne? So, wollen wir mal zum Ausgangspunkt gehen? Oh ja. Guck mal hier. Ich fang mal mit Mike an. Ah, Mike, leg dich ein bisschen hin, bitte. Mike auf dem Rücken, ne? Auf dem Rücken? Auf dem Rücken. Klar. Käfer auf dem Rücken. Bisschen runterrutschen noch, ja? Wir haben ja extra so eine Nackenstütze. Ja. Du kannst dir hinten den Kopf ablegen. Das hättest du ihm nicht sagen dürfen, jetzt bleibt er da. So, Arme an den Körper. Das ist mal ein schönes Spiel. Das hat auch so einen intellektuellen Anspruch. Ich könnte mir vorstellen, dass das demnächst auch bei Arte im Nachtprogramm läuft. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass mir noch mal sowas im Showgeschäft passiert. Gut. Ich glaube, du warte, warte. Was machst du? Hau ab! Geht nicht! Ich bin sehr dankbar, dass er das nicht bei mir gemacht hat. Lollo, Rollo, Gerhard und Mike, 60 Sekunden. Dalli, Dalli!
So, Mike, hinterher. Komm, komm, komm. Gib Gas. Oh. Oh. Mach den Weg frei. So, und jetzt das Salatblatt. Sehr gut, Gerhard. Es geht. Es läuft perfekt. Und Achtung, Mike kommt. Und schnell und durch. Und Gerhard. Ja, 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 ja. Es ist Kindergeburtstag für Erwachsene hier bei Dalli Dalli. Und Mike, durch. Ja, Vorsicht. Jetzt. Oh. Entschuldigung. Sie bewässern. Oh. Oh. Moment. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Umdrehen. Es geht weiter. Die Zeit läuft noch. Mike, da geht noch was. Das sollt ihr genießen. Kommt raus. Oh. Sie sind der Meinung, das war... Ja. Schönes Spiel. Was soll das? Was soll das mit der Dusche? Besonders mit der Dusche da. Das war. Ja, das weiß ich auch nicht, was das war. Weil das ist irgendwie. Da hängt dass die Blätter auch berichten. Ja, nein, da hängt eine Zeitsteuerung dran. War eine hübsche Idee. Ja. Das ist mir. Ganz toll. Das war nicht irgendwie absichtlich, ja. Aber alles besser als die Kappe, also insofern. Ja. Wir gucken mal ganz kurz, wie viele Salatblätter angekommen sind. Eins, zwei, drei, vier plus Spitze. Da ist noch eins, Ja, wir haben ja gesagt, die drin liegen. Ja, ne? War ja drin, oh, aber ja, der ist hallo. Ja knapp. Ja, der ist doch zwei, wirklich drei. Knapp hier rüber. Da guckt, ja. Da guckt sogar noch was ja. rein. Ja. Also, wir sagen vier plus Spitze, fünf. Ja? Ja. Fünf sind's. Wir tauschen einmal. Hm? Ja, hey. Den könnt ihr behalten. Auch für euch 60 Sekunden. Lollo, Rollo, auf zum Salat. Dalli, ja. Dalli. Okay, Anja, du kannst. Ja. Ja, super. Und auf den Rückweg. Schneller, Anja, schneller, schneller. Yep. Anja, du bist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, Anja ist schon mit dem dritten Salatblatt insgesamt. Och, Jürgen. Komm, Jürgen, durch. Okay, Anja, einer geht noch. 15 Sekunden sind noch Zeit. Jetzt. Schnell einen Schnapp. Ah. Rette mir bloß meine Anja. Batsch. Ja, und rüber. Oi. Großen Applaus auch für euch. Oh. Ist so hart. Oh. Oh. Sie sind der Meinung. Sie sind der Meinung. Sie sind der Meinung, das war glitschig. Krass. Ja. Ja. Ich bin froh, dass ich nach Maske war, Bruder. Ich habe für euch auf die... Ich hab für du euch siehst auf immer die, noch gut aus. Ich habe für euch auf die Spice. Unfassbar. Kommt rüber, wir gucken eine mal. Eine hübsche Frau kann nichts ja. entstellen. Ich sehe mich. Du siehst toll aus, Anja. Ja, dir steht sogar der Helm. Ja, ja, hab ich doch ja. gesagt. Genau. Wir sahen alle so nicht schlimm. Anja. Nur Anja nicht. Nee. Nur Anja sein. Ja. Wir gucken. Du sollst doch hochspringen bei Spitze. Ja. Das ist auch so. Aber wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit.